Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Das Thema dieser Tage und Wochen ist das Coronavirus. Das Coronavirus schränkt das öffentliche Leben in Deutschland mehr und mehr ein. Eine bundesweite Ausgangssperre soll es nicht geben. Doch künftig gilt ein äußerst striktes Kontaktverbot. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Ich lerne in dieser Zeit, wie wertvoll ein Leben ist. Meins wird durch die Corona-Krise zum Glück nicht dramatisch verändert. Es sind jetzt die kleinen Dinge im Leben, die mich glücklich machen. Ich merke, wie schön es ist, in der Natur zu sein. Freunde zu treffen ist auf einmal etwas Besonderes. Und auch in die Schule gehen macht nicht mehr wirklich Spaß. Selbst in den Urlaub fahren ist nicht mehr ganz so erholsam. Masken und Abstand sind jetzt fast Normalität. Und trotzdem machen wir das Beste daraus. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal den Sonnenaufgang gesehen. Und am Strand ist mir dann etwas klar geworden. Unsere Aufgabe ist es, egal in welcher Art von Krise, ruhig zu bleiben. Einmal tief durchzuatmen. Nicht nur die Dinge von außen absorbieren, sondern auch die eigene Umgebung wahrzunehmen. Und ab und zu könnten wir uns vielleicht an alte Worte erinnern. Ein Zitat von Luise Rinser: Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Und vielleicht ist diese Welt ja auch wandelbar zum Besseren.